Am frühen Mittwochabend geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Erkheim der Kamin eines Mehrfamilienhauses in Brand. Durch die integrierte Leitstelle Donau-Iller wurden die Feuerwehr in Erkheim sowie die Drehleiter aus Mindelheim zur Einsatzstelle alarmiert. Bereits wenige Minuten nach dem Alarm trafen die ersten Feuerwehrkräfte aus Erkheim ein und untersuchten die Lage. Nach ersten Informationen der Polizei wurde bei dem Kaminbrand eine Bewohnerin leicht verletzt. Über die Höhe des Sachschadens noch keine Angaben möglich. Wir haben hier in Erkheim den Kaminbrand. Es sind soweit keine großen Schäden. Es ist der Kamin ausgebrannt. Es ist durch den Kaminkehrmeister abgegangen worden und entrußt worden. Soweit ist eigentlich der Einsatz der Feuerwehr Erkheim schon eigentlich beendet. Ich wurde mit zwei Fahrzeugen alarmiert. Dazu ist die Feuerwehr Mindelheim gekommen mit dem Drehleiter für die Überprüfung oben am Dachfirst. Somit sind es drei Fahrzeuge regulär im Einsatz.